Hi, mein Name ist Gwen Justine Maxi Kraft. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Frankfurt-Oder und habe im Jahr 2017 mein Abitur gemacht. Ich habe schon immer Wege gesucht, mich künstlerisch auszudrücken und habe dann als Kind halt an allen möglichen AGs teilgenommen, verschiedene Tanzarten, war im Chor, Zeichnen. Und wenn ich nicht schauspielen kann, zum Beispiel in Pandemiezeiten, zeichne ich immer noch super gerne und habe von mir angefangen, Ukulele zu spielen und singe. Aber als ich im Theater das erste Mal auf der Bühne stand, war ich so, okay, krass, das ist es irgendwie. Das ist die Kunstform, die mir am meisten was gibt. Und ich habe halt im Theater wieder so einen Zugang zu meinen Emotionen gefunden, beziehungsweise einen Weg, wie ich mich ausdrücken kann, weil ich habe irgendwie so viel in mir und so viel, was ich zeigen will und was raus muss. Und das klingt irgendwie blöd, aber das ist irgendwie so ein Weg aus mir raus und gleichzeitig in mich rein. Und ich möchte mit dem, was ich mache, Menschen berühren und inspirieren, sie selbst zu sein und einfach, ich weiß nicht, war halt schon immer komisch und anders und das haben alle halt auch gemerkt immer. Und im Theater war ich so, boah, hier kann ich endlich ich selber sein und ja, muss mich nicht irgendwie blöd fühlen für das, was ich bin. Und es ist mir so wichtig, dass ich das auch Menschen weitergeben kann und dass ich was Wichtiges in meiner Arbeit mache und gesellschaftliche und politische Themen anspreche und ja, im Zuge der Unterhaltung. Ein Zwinkern so drückig. Dann nahm er das Dings in den Mund wie ein Pustrohr. Das wecke den Selbsterhaltungstrieb. Und dann. Kugel wäre mir durchs Rückgrat gegangen. Über dem Bett war ein Deckenspiegel ins Plafond eingelassen. Das Kabinett schien turmhoch und hell wie ein Opernhaus. Man sah sich leibhaftig vom Himmel herunterhängen. Grauenvoll habe ich die Nächte geträumt. Oh Gott, wenn es bloß wieder Tag würde. Gute Nacht, Ilse. Wenn du schläfst, bist du zum Morden schön. Wie er eines Tages Absinth holt, werfe ich mir den Mantel über und schleiche mich auf die Straße. Der Fasching war aus, die Polizei fing mich ab, was ich in Mannskleidern wolle. Sie brachten mich zur Hauptwache. Da kamen Noel, Fehrendorf, Badinski, Spüler, Oikonomopoulos, die ganze Priapia und bürgten für mich. Auf dem Fiaker transportierten sie mich zu Adolas Atelier. Seither bin ich der Horde treu. Fehrendorf ist sein Affe. Noel ist sein Schwein. Badinski, der ist ein Uhu. Louison, eine Hyäne. Und Oikonomopoulos, der ist ein Kamel. Darum liebe ich sie doch.
einen wie den anderen. Und wird mich an sonst niemanden in dieser Welt hängen. Und wenn sie voll Erzengel und Millionäre wäre. Komm, wir sind in der Haus mit. Kuh warme Ziegenmilch trinken. Ich will die Locken brennen und dir den Jacklein um den Hals hängen. Wir haben auch ein Hüpferdchen, mit dem du spielen kannst. Schlummere. Sprechen. Die Worte in den Spiegel sprechen. Sie fremd werden lassen wie Worte, die du gehört hast. Dein Gesicht sehr nah an den Spiegel halten und jeden einzelnen Buchstaben langsam auf die glatte Fläche sprechen, bis sie beschlägt von deinem Atem und du dein Gesicht nicht mehr erkennen kannst. Jetzt sprechen. Mein Name ist Rita. Dein Name ist Rita. Unser Name ist Rita. Ich bin 17 Jahre alt. Du bist 17 Jahre alt, wir sind 17 Jahre alt, deine Eltern sind tot. Das Wort tot buchstabieren, bis es keinen Sinn mehr ergibt. T-O-T. Tot. Leben. Leben. Du lebst in einem Eisenbahnwaggon. Ich lebe in einem stillgelegten Bahnhof. Der Bahnhof ist stillgelegt. Ich bin stillgelegt, still. Stillgelegt, still. Still, still, still. Jetzt ist das Glas ganz beschlagen. Du kannst nur noch deine Augen sehen. Ach, du musst langsamer sprechen, du musst langsamer denken. Ich lebe in einem Eisenbahnwaggon. Ich lebe mit fünf Frauen in einem Eisenbahn. Ich lebe mit fünf Frauen in einem Eisenbahnwaggon. Frauen. Buchstabiere das Wort Frauen. Frauen. Sie sind aus einem Gefängnis. Sie sind aus einem Gefängnis. Ich will auch in ein Gefängnis. Gefängnis. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeden Freitag gehe ich zu einem Offizier der Besatzungsarmee. Ich gehe jeden Freitag zu einem Offizier der Besatzungstruppen. Er hat auf der Schulter so eine Narbe. Er sagt mir einmal in der Woche, dass er mich liebt. Ich sage ihm einmal in der Woche, dass ich ihn liebe. Ich kann darüber nicht lachen. Noch zwei Sätze sagen. Ich kokettiere mit dem Tod. Dieser Satz ist aus einem Theaterstück. Mit welchen Sätzen soll ich sprechen? Welchen Sätzen soll ich sprechen? Der letzte Satz.
Ich will für den Rest meines Lebens auf diesem Stuhl sitzen. In diesen Spiegel sehen. Schweigen.